Anlässlich des weltweiten Equal Pay Days hat Brandenburgs Landesgleichstellungsbeauftragte Sabine Hübner am Freitag, dem 21. März 2014, vor dem Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie eine rote Tasche mit Wunschzettel von Brandenburgerinnen am Fahnenmast histen lassen. Anschließend ließ sie rote Luftballons in den Himmel steigen. Mit dieser Initiative wollen Frauen auf eine Lücke beim Gehalt zwischen Männern und Frauen aufmerksam machen. Bei ihrer Demonstration wurde sie von einer Handvoll Frauen aus dem Ministerium unterstützt. Es äußern sich Politikerinnen, es äußern sich Gewerkschafterinnen, es äußern sich viele Frauen aus Lobbyvereinen, gleichstellungspolitische Akteurinnen. Es gibt tolle Analysen von wissenschaftlichen Instituten und die statistischen Bundes- und Landesämter liefern uns Zahlen, die nochmal belegen, wir haben in diesem Land eine Lohnlücke. Und wir haben diese Lohnlücke unabhängig davon, in welchem Beruf jemand tätig ist, unabhängig von der Branche, unabhängig von der Hierarchieebene. Die Statistiken belegen, Frauen werden einfach schlechter bezahlt. Das soll nicht so bleiben. Heute treten auch Michael Sommer und Manuela Schwesig vom Brandenburger Tor auf und werden nochmal Forderungen bekräftigen. Manuela Schwesig hat angekündigt, sie will ein Gesetz für mehr Lohngleichheit in diesem Land verabschieden. Andrea Nahles hat angekündigt, sie wird für den Minilohn kämpfen. Wir haben im Vorfeld dieses Equal Pay Day Frauen gebeten, Meinungen zu äußern dazu, was sie sich wünschen im Hinblick auf das Erwerbsleben. Und ich fand ganz bemerkenswert, dass eine Forderung, die sich in vielen der Meinungsäußerungen wiedergefunden hat, nicht etwa war, wir wollen mehr Bezahlung, sondern wir wollen mehr Zeitsouveränität. Ja, in dem Sinne wünschen wir uns heute an diesem Tag viele machtvolle Meinungsbekundungen für mehr Lohngleichheit in diesem Land und natürlich dann übers Jahr dann auch ganz viel Engagement für mehr Lohngleichheit, auch von der Arbeitgeberseite. Ich finde es immer wieder beeindruckend, dass Gewerkschaften, Gleichstellungspolitikerinnen und Frauen und Lobbyistinnen sich für dieses Thema einsetzen und lautstark ihre Meinung bekunden. Aber wo sind die Arbeitgeber? Letztlich sorgen wir doch mit mehr Lohngleichheit auch dafür, dass Frauen motivierter ihre Arbeit machen, dass das Potenzial von Frauen für die Fachkräftesicherung gehoben wird. Eigentlich wünsche ich mir hier einen Schulterschluss auch mit den Arbeitgebern. Vielleicht kriegen wir es in einem Jahr hin. Wink mal noch. Und dann auf drei. Kann man hier anders ziehen? Thank you.